Es gibt relativ viele Sachen, die für oder die gegen LA oder halt generell. Oh. Es gibt relativ viele Sachen, die für oder die gegen LA sprechen. So tief stecke ich in dem Thema auch nicht drin, weil ich aktuell gar keine Opportunity habe. Also ich habe keine echte Chance, hierher zu ziehen, weil, und das ist halt die erste Sache, die irgendwie gegen LA spricht, aus meiner jetzigen Sicht, oder hauptsächlich gegen LA, nicht gegen die USA, aber gegen LA. Aber LA wäre halt so mein bevorzugtes Ziel aktuell, ist einfach, es ist mega teuer. Also jetzt gar nicht mal unbedingt sowas hier, so Lebensmittel sind ähnlich zu dem, was ich jetzt so in aktuell in Deutschland kenne, aber die Lebenshaltungskosten für ein vernünftiges kleines Haus, so wie ich es in Deutschland habe, mit ringsherum, mit Auto, oder beziehungsweise wir haben sogar zwei Autos, mit weiß ich nicht was, mit Garten, mit Schuppen, mit Essen gehen, mit irgendwie Events oder sowas. Das ist halt auf einem different level, also fürs Lakers Game. Gestern haben wir mit allem drum und dran, mit ein bisschen was essen, Tickets, hinfahren, Parking Service, und so weiter und so fort, haben wahrscheinlich fast $1,400 bezahlt. Klar, das ist jetzt ein Mega-Event gewesen, Playoffs, Game 4 und so weiter. LeBron da, gutes Game, hammermäßiges Game, Leute. Aber überlegt mal, $1,400 für einen Abend. Zu zweit, wohlgemerkt, aber trotzdem. Für mich alleine wäre es auch 700 gewesen, krass. Ich zeige euch mal was viele so über LA gar nicht wissen, weil ganz viele denken so an LA und dann denken sie halt logischerweise so ein bisschen an Downtown und so Crypto Center, Staples Center, wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber, und natürlich den Beach, ne, so Venice Beach, Huntington Beach, so die Richtung. Aber ich zeige euch mal was anderes. Und zwar take a look at what you see behind there. Ich zoome später rein, hoffe ich zumindest. Es gibt hier hammermäßig geile Berge und da seht ihr gerade einen, der Rest ist so ein bisschen foggy. Sonst würde man da auch noch Berge sehen, aber absolut cool. War heute schon hiken, geiles Eichhörnchen gesehen. Alter, die Nuss hat er von mir. Ja, you're welcome, bro. Wisst ihr, dass hier alle Auto fahren? Das muss man mal in Perspektive sehen. Das ist nicht so wie bei uns, wo alle, ich sage jetzt mal, 300 bis vielleicht 800 Meter irgendwie ein Lidl, Netto und Rewe ist, sondern die Sachen hier sind echt weit auseinander. Also zum Basketballplatz beispielsweise habe ich so 4,5 Kilometer. Okay, das ist bei uns vielleicht auch noch teilweise so whatever, ne? Aber von quasi da zu Hause, wo ich jetzt gerade wohne, sind es gute 2,5, vielleicht 3 Kilometer zum ersten Store, also zu so einem Ralphs oder zu so einem Albertson oder sowas. Und da läuft ihr nicht mal eben hin. Also ihr könnt da mal eben hinlaufen, ihr seid eine halbe Stunde unterwegs und kriegt kaum was mit. So, ne? Zusätzlich sind halt die Schulen, sind halt, ja, es gibt immer die Distrikte, da ist dann eine Schule für XY Kinder. Müsst ihr auch hinfahren, sind auch immer, ist auch meistens nicht um die Ecke. Kann man selten fußläufig machen. Fahrradfahren relativ gefährlich, muss man dazu sagen, weil die Leute fahren einfach wie bescheuert. Aber Fahrradfahren bei so 35 Grad in der Sonne oder so ist auch vielleicht einfach nicht so geil, ne? Also das ist anders, man muss das wirklich in Perspektive sehen. Die Leute sind hier schon ein Stück weit weg gezwungen, Auto zu fahren. Ist halt anders als bei uns. Tschüss. No bad days! Yeah. I think that I'm lucky, I don't got it made. Everything I got could fit inside a suitcase. Yeah, they could try. Try to make me
back 85. That's the way we like to drive. Doing donuts, all the neighbors know us here, we outside. Look alive, the freaks of the city, they come out at night. Look alive, bad vibe, ready, 1989. Time to show off, I'm so Warhol. So sophisticated, life is baby. Velvet rope, I'm ducking, looking regal when I come in the peacoat in Seoul, London. I'll be leaving with the Duchess, ah, new city. Einmal seht ihr ja hier auch so ein bisschen, warum es so einfach ist, hier auch dick zu sein. Ja, das muss man dazu sagen. Es ist ja auch einfach. Man hat immer dieses Vorurteil, so Amis, ah, so dick und so. In L.A. sowieso anders. Das ist ein sehr harter Lifestyle, der hier so gelebt wird. Jetzt hier, wo ich gerade bin, North L.A., ist halt ein bisschen entspannter. Aber in L.A. selbst, wo die halt die Leute sind, die sagen, sie wollen Stars werden oder die vielleicht auch welche sind und generell Fitness-Lifestyle und so, da wird schon anders gelebt, muss man sagen. Aber ihr seht das ja hier, ey, die Kuchen, Kekse, theoretisch sind Chips, Eis, alles Mögliche. Das kostet halt verhältnismäßig wenig und verhältnismäßig auch ist unkompliziert. Ihr nehmt das, könnt sofort essen. Und ihr habt dann auch noch den Nebeneffekt, dass Healthy-Essen teuer ist. Aber das ist in Deutschland auch so inzwischen. Ich muss es leider so sagen, in Deutschland habe ich auch ein Problem, gesund zu essen im Vergleich zu schlecht. Was aber allerdings, wo Amerika, Deutschland weit voraus ist, ist, ihr seht das hier, ich werde auch vielleicht noch ein paar andere Sachen einblenden, ich hoffe, ich habe mehr als diesen Bagel. Es steht überall dran, auch wenn ich jetzt hier irgend so ein Espresso mit ein bisschen Milch und sowas und allem drum dran. 140 Kalorien, es steht dran, ich weiß es ganz genau, ich kann meinen Tag planen. 140 Kalorien, Bagel, 360 Kalorien, boom, weiß genau, 500 Kalorien Abend gehört. Kenne meinen Tagesbedarf, weiß ich, wie es läuft. Das fehlt Deutschland, muss ich echt sagen. LeBron, 5, 4, 3, with 1 for the win, got it! Was halt wirklich krass ist, das müsste ich halt auch mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin hier in La Crescenta. La Crescenta, glaube ich, ein Vorort von L.A., direkter Vorort, also L.A. Downtown ist von hier eine halbe Stunde und L.A. ist ja riesig und sind halt einfach die Preise, ne? Ihr habt halt hier wirklich, ich habe euch so ein paar kleinen, einfach nur einmal quasi 63 Grad gedreht, mal damit ihr seht, so wie diese Häuser so ungefähr aussehen. Diese Häuser sind, wenn man sie kaufen wollen würde, irgendwo so zwischen 1,3 bis so vielleicht 2,2 Millionen. Das müsst ihr euch halt wirklich mal überlegen. Also das Haus, in dem ich hier mit meinem Kumpel chille, worin die halt wohnen, das kostet monatlich 4.000 Dollar Miete. 4K. Hier sind einige Häuser, die kosten 5,5K Miete. Das ist natürlich auch eine extrem gute Gegend hier, kann man gar nicht anders sagen, aber man möchte auch in einer guten Gegend leben. Aber ihr seid halt noch längst nicht Downtown. Das ist längst nicht Hollywood Hills. Das ist längst nicht Beverly Hills oder sowas, ne? Das ist halt, wie gesagt, also es ist ruhig, es ist geil, es ist angenehm, aber die Häuser sind jetzt nothing special. Die Grundstücke sind jetzt auch nichts Großes, vielleicht so 350, 400 Quadratmeter oder sowas. Einige sind ein Ticken größer oder so. Aber die Preise sind absurd, ne? Das muss man halt einfach so sagen. Vorne ist das Haus vom Kollegen von Red Hot Chili Peppers, dem der auch immer bei den Lakers Game ist, dem mit der Verrückten, der einfach immer ein bisschen verrückt aussieht, ich weiß nicht genau wie er heißt, ich glaube es ist der Drummer, der hat ein Haus oben am Berg, sieht geil aus und so, ist cool, will er gerade verkaufen, ich glaube für 8,5 Millionen, ne? Und das sind halt so, das ist halt das Problem, L.A., um hierher zu kommen, ihr müsst halt richtig Patte haben, ne? Also wenn ihr wirklich sagt, ihr bringt, ich sage mal, für ein gutes Leben in L.A., wenn ihr auch plant, vielleicht ein bis zwei Kinder zu haben, dann müsst ihr ein Haushaltseinkommen von so
250 bis 300k wäre schon gut. 200.000, denke ich mal, ist das absolute Minimum. Also ihr müsst schon, du plus Frau, du plus Mann, wer auch immer es gerade sieht, jeder so 100k müsst ihr schon Minimum mal machen im Jahr. Sonst habt ihr keine Chance, hier vernünftig zu leben. Dann ist es gar nichts. Dann würde ich hier echt lieber wegbleiben, muss ich sagen.